Ich bin so müde, Leute. Ich kam mir gerade für einen kurzen Moment vor wie diese Kachi Jada Pinkett Smith. Oh, wow! Keep my wife's name out your fucking mouth! Okay, schon gut, schon gut. Ich werde ihren Namen nie wieder erwähnen. Und der Oscar für die schlechteste schauspielerische Leistung geht an Ja, Freunde, wie sagen wir immer so schön, die Kacke ist mal wieder komplett am Dampfen. Bösemann hat eine neue Platzachs-Folge rausgehauen über den Beef mit Kolja Goldstein, Werner Frankfurt, die Deutschrap-Szene. Ich würde mal sagen, auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go! Bösemann kommt! Bösemann kommt! Bösemann kommt! Bösemann kommt! Platzachs 18, ich bin Fatbeats. Bleiko, was geht ab, Bösemann? Wie er das betont, ich bin Fatbeats. Wisst ihr warum? Ich zeig euch das kurz. Der hatte mir mal geschrieben, Fuckbeats Smiley. Ich hab das nicht kapiert. Ich hab geschrieben, wie? Danke. Was meinst du mit Fuckbeats? Dann hat er mir diesen Ausschnitt hier geschickt. Fuckbeats, aka Fatto. Böse, was geht ab? Dieser Fuckbeats, aka Fatto. Fuckbeats, aka Fatto. Wie geil, Alter. Das hört sich an wie Fuckbeats. Und seitdem betont er seinen Namen extra gut, extra gut. Geht mal bitte dahin, ich verlinke ihn unten in der Videobeschreibung und lasst ihm gerne mal ganz viel Liebe von uns da. Was geht, Plago? Plag, Fatbeats. Nix bei dir, Plago. Aber läuft rückwärts um den Buckel runter, aber das läuft. Das läuft. Gut, gut, gut. Was gibt's Neues? Was gibt's du warst Neues? Ja gestern im Sparring, du hast ja gesehen, wie die ein bisschen uns hier die Rübe eingeschlagen haben. So. Ja. Sind auch 2 K.O. gegangen. Ja, haben sich auch mittlerweile erholt. Ja. Echt? Ja, gestern nicht gut? Denen geht's wieder gut, ja. Denen geht's wieder gut. Ist halt so Sparring, ne? Wir machen ja hier kein Ballett. Selbst beim Ballett gibt's eigentlich mehr Verletzungen wie im Kampfsport. Echt? Ich mal vorstellen. Okay. Hört sich verrückt an, aber ist tatsächlich so. Ja. Und es gibt nirgends mehr Tote wie beim Fußball. Nur mal vorstellen. Ja, also vom sportlichen Aspekt her gesehen. Das heißt da immer Kampfsport, oh, Sterben, keine Ahnung, körperliche Behinderung, dies, das. Stimmt ja gar nicht. Also, ja. Okay. Meisten OPs sind bei Fußballspielern, die muss man vorstellen, die klappen auf dem Fußballfeld, klappen die tot um. Das ist verrückt, aber das ist krass. Naja, ich habe letztens auch ein paar Videos gesehen, so, was alles passiert. Das ist schon krass. Das ist die schon fallen echt. Einfach um, keine Ahnung. Die fallen einfach tot um, ja. Ich bin einfach so tot umgefallen, ja. Und das beim Fußballspiel, muss man vorstellen, das ist ein Ball, der wird hinterhergerannt und der Ball wird gekickt von A nach B, von links nach rechts und rückwärts und keine Ahnung, Salto Mortale, keine Ahnung. Ja, und dann sieht man aber hier so ein Cage, zwei, die aufeinander einprügeln, heißt, oh Gott, nein, wie sieht auch oh, schlimm. Und gar nichts, am Ende ist nichts, das ist am Ende gar nichts. Ich weiß nicht, ob er und ich, oder ich denke mal die meisten von uns, sich andere Videos angeguckt haben, aber Weiße sehen die am Ende nicht mehr ganz so gesund aus, die Leute. Daher, die stehen wieder auf und dann geht's weiter. Ja, was heißt, da geht's weiter? Das ist halt so, deswegen, wir trainieren ja, dass wir so ein sagen wir mal, einen Angriff abwehren oder dem auch standhalten. Dafür trainieren wir ja auch. Genau, aber ich glaube, der Fußballer, der trainiert halt nicht für den Fall, dass man jetzt irgendwie tot umfällt oder so. Ich weiß nicht, wie man das ist. Nicht gerade lustig. Ich verstehe nicht. Ob trainieren kann. Keine Ahnung, Alter. Ist auch egal, Plako. Macht ja nicht, das ist auch nicht das Thema. Ich war mir wohl, Plako. Das war mir wohl, Alter. Was soll man machen, Alter? So, ich kann auch so auf der Hip-Hop- und Rap-Szene. Oh, boah, ich bin so, ich jetzt tummelt Rapper. Sich da was an, oder was geht ab? Da geht's drunter und drüber irgendwie. Aber? Da geht's drunter und drüber. Letztens hat ein Freund von mir gesagt, der in einem Club ist, wenn du bei mir im Club wärst, hat er gesagt, würde ich dir ein Patch geben, Troublemaker. Was will er sagen damit? Dass ich ein Troublemaker bin. Okay. Ja. Ist so wahr, der hat sehr, sehr viel Wind in dieses ganze Game reingebracht. Und mittlerweile weht der Wind auch noch von der anderen Richtung, ja. Von Mo seiner Seite, komplette Riege dort. Die sind da wirklich gerade am Aufmischen in diesem Rap-Business, muss man schon sagen. Also, da gibt es in Clubs, gibt es dann solche Abzeichen, ne, für Leute wie mich zum Beispiel, ne? Auf meinem Abzeichen würde Long Dick draufstehen. Meine Frau feiert das so sehr. Genießt gerade ihr Leben, Leute.
Weil die halt aufwirbeln und irgendwo reingeraten und dann alles durcheinander bringen. Das ganze System in Frage stellen und so. Und das sind dann sozusagen, die werden dann belohnt mit einem Patch oder mit einem Aufnäher oder mit einem Abzeichen. Troublemaker. Genau. Okay. Ich musste kurz schmunzeln, weil das war auch schon der zweite, der mir das gesagt hat. Ja, das passt schon zu dir, auf jeden Fall. Er feiert sich dafür. Ich küsse doch sein Herz, ihr Team. Wer waren die ganzen Diktatoren früher? Holt sie mir alle, wir tun Bösemanns Schuh auf deren Kopf. Der Troublemaker. Das ist doch geil, das ist doch gut. Ich weiß gar nicht, was los ist. Das ist doch geil, Alter, das ist doch perfekt. Ich weiß gar nicht, was die Leute gemacht haben die ganzen Jahre, wo ich jetzt nicht da war. Die haben Pumpernickel gegessen. Mit fettarmem Frischkäse. Gurke drauf und Sellerie. Haben die sich das echt gegeben, den ganzen Blödsinn? Keine Ahnung, ich habe die letzten 10 Jahre gar nicht mit deutschen Rap und Hip-Hop zu tun. Da sagst du was, mein Freund. Da sagst du was. Ja, deswegen. Das war nicht das, was wir es hinterlassen haben. Richtig, ja. Wir haben ja damals auch wieder Schutt, also damals auch wieder Schutt und Asche hinterlassen. Alles ist Schutt und Asche gelegt und dann zurückgezogen. Ja, wie auf der einen Platz sagst, wie du schon gesagt hast, die Zeit ist einfach stehen geblieben. Die Zeit ist stehen geblieben. Und die letzten 10 Jahre sind uns einfach entgangen. Jetzt machen wir halt da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt hat er weitergemacht, wo wir aufgehört haben, richtig. Ja. Wer hat das gesagt? Der Boogie, MC Boogie war das, glaube ich. Der hat gesagt... Nein, hat er nicht. Ich habe das gesagt. Er hat mich rezitiert. Er hat das da auch erwähnt. Böser Mann ist wie dieser eine da, wo man eingefroren hat. Ach so, ja. Der ist ja mal der. Fällt mir gerade nicht ein. Ja, dieser eine da, wo man eingefroren hat und nach 20 Jahren tot man den auf und dann macht er... So, als wäre die Zeit einfach stehen geblieben, so, weißt du? Ja, aber das muss ja voll ein Schock gewesen sein, so, hey, was geht ab? Ja, Mann, ich war auch schon erstmal kurz, ich musste auch erstmal reingucken, was Sache ist. Ja, der disst den, da wird gedisst. Aber dieses Rumdissen ist wie so Kaffeeklatsch. Hatte, komm, zeig ich das kurz. Ich muss den Homie Matztag mal wieder grüßen, ich gucke ihn echt immer gerne abends mal entspannen. Ja. Leichte Kost, danke Matztag, ich gucke sehr gerne deinen YouTube-Kanal und gerade auch, weil du nicht nur über die üblichen Verdächtigen berichtest und er sagte, Böse Mann ist wie, glaube ich, bei Demolition Man ein Mann, der 2000 eingefroren wurde, auch als Rapper, so Kingstar und jetzt zurückkam, Alter. Matztag, damit hast du rasiert. Beste Beispiel. Echt, hat er sowas gebracht? So weiter, wirklich. Der sagt, echt, hat er sowas gebracht, hat aber jedes meiner Videos gesehen. Wie so Tratschtanten so, weißt du? Wenn sie so, ja gut, jetzt aus Respekt, aus Respekt zum Fastenmonat Ramadan, werden wir jetzt natürlich hier beleidigende Ausdrücke oder sonst irgendwas mal versuchen zu vermeiden, auf jeden Fall. Obwohl, bei Platzsachs haben wir eigentlich generell keine ausfallenden, ausfälligen Aussagen. Finde, du hast dich schon ganz gut ausgedrückt, dass das auch in Ordnung ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und ja, wie gesagt, jetzt ist halt Böse Mann wieder da und jetzt sind die Box-Gyms, ne, wo halt trainiert wird, die haben jetzt mehr Zulauf. Die Box-Studios, die sind jetzt voll. Genau, plötzlich will jeder Rapper jeden irgendwie boxen, aber das am Ende... Das wollte ich gerade sagen. Also irgendwie beobachte ich jetzt, der will den, der fordert den heraus hin und ständig wird irgendwas geredet. Ja, es wird nur geredet. Das ist das Problem. Seit 7 Jahren bin ich jetzt in diesem Game drin, in diesem YouTube-Scheiß. Ich hab alles gesehen, alles. Aber noch nie einen Kampf zwischen 2 Rappern, die man kennt. So. Ich würde irgendwie wichtig tun. Also das war doch gar nicht vorher da. Jetzt plötzlich will jeden Boxen oder weiß ich. Oder eine Frau will eine Sängerin, Rapperin oder was, weiß echt? Das nicht was. Echt? Hat wer, doch wer, da jemand wer? Diese Semin. Ich wusste lachen, wie der immer so tut. Wer? Ja, der hat vor 3 Tagen Storys gegen sie gemacht. Wie gesagt, ich verkneife mir jetzt, was ich eigentlich sagen will, aber... Naja, gut. Ja, das wollte ich jetzt damit sagen, jeder fordert jeden raus. Da wir gerade bei Boxen sind, also wie gesagt, der Boxkampf gegen Sinan mit dem sinnlosen G ist ja eigentlich noch nicht vom Tisch, ne? Also Universum hat ja zwar ein Statement rausgelassen, dass die... erstmal sich distanzieren, bis da irgendwie Klarheit in diese ganze Sache reinkommt. Aber von Absage war noch keine Rede. Ja, also so sehe ich das jetzt. Ich habe jetzt auch nichts von denen gehört.
Aber, kann doch nicht sein. Es sind nur noch ein Monat genau. Ein Monat. Jetzt spätestens müssten die doch wenigstens den beiden Kämpfern Bescheid sagen, was da Sache ist. Ich meine, Alter, da hängt so viel von ab. Nur von diesen beiden. Nur von diesem Kampf. Wird es ein Flop-Event oder wird es ein gutes Event? Und Ersatz haben die ja auch nicht gefunden. Es meldet sich ja keiner. Okay, naja, geben wir denen noch eine Woche, zwei Wochen. Aber je länger die warten, desto schlimmer wird das Ganze. Oh. Ja, ich denke, es soll lange. Die Vorbereitung läuft trotzdem. Ja, ja, also solange er noch da ist und noch. Nö. Noch nicht hinter Gittern sitzt. Also denke ich mal auch, dass es noch steht. Ne? Weil ja, ja. Der ist ja noch. Warum soll der hinter Gittern, Alter? Ja, wegen dem. Wegen dem G. Wegen dem sinnlosen G. Man was anderes sagen, aber ich. Achso, nee, nee. Genau, nee. Ja, also das steht ja eigentlich noch, genau. Okay, okay. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann, Placo, wie sieht's denn aus? Wir hatten doch mal, ja, okay, du hattest dieses Thema mal mit Kolja Goldstein. Ich wollte das mit jetzt, Kolja Goldstein. Ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich dachte, komm, ich frag dich mal. Was da Sache ist? So, was ist denn da Sache? Du hast was ja da gemeint, so im Hintergrund oder weißt du jetzt nicht was. Ja. Ich habe die Sache ja damals aus der Öffentlichkeit rausgenommen, weil das eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Ja, das hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Das hat mit Rap und dem ganzen Scheiß gar nichts mehr zu tun gehabt. Das ging in eine komplett andere Richtung. Es wurden mobilisiert. Es wurden Lager mobilisiert. Es war tatsächlich, es stand eine Eskalation bevor. Ich sag, wie es ist. Es stand kurz vor einer Eskalation. Es haben sich Leute eingesetzt aus Koljas Lager, genau. Die dann Leute von mir kontaktiert haben. Und da kam es auch tatsächlich zu einem Zusammentreffen. Und zu meiner Überraschung musste ich sagen, dass... Er wird 100% jetzt sagen, Kolja Goldstein war stramm, der war stabil. Das habe ich auch jetzt in letzter Zeit von sehr vielen Leuten gehört. Viele Leute, die zurzeit mit ihm abhängen. Und denk mal, er wird das jetzt sagen. Ich sage jetzt mal, Freunde von Kolja... eigentlich auch Freunde von mir, beziehungsweise Freunde von meinen Freunden sind. Ja? Okay. An der Stelle einen absolut mega bombastischen Albaner Gruß an Toni Albanien, da aus Zemran. Genau, der mich dann auch besucht hat. Der war früher auch in Stuttgart und so weiter. Genau, und Ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht. Ich war überrascht auch, also positiv überrascht, auch über Kolja Goldstein jetzt selber. Auch über Kolja Goldstein selber. Ne? Weil ich hatte eigentlich ein komplett anderes Bild von dem Menschen. Ich hatte ein komplett anderes Bild. Ich hab so ein verzerrtes Bild von dem gehabt. Das ist das Problem. Du siehst im Deutschrap nur noch Bluffs. Und dann kommt einer an, der mal vielleicht kein Bluff ist und rappt halt über die Scheiße, die er gemacht hat oder das Leben so, wie es ist. Und du denkst automatisch, er wäre genauso Bluff wie die anderen. Er hat gegen Kolja geschossen. Kolja hat sich das nicht gefallen lassen. Natürlich hat er Widerstand geleistet. Und im Endeffekt wäre die Situation fast eskaliert. Aber es entwickelt sich gerade in eine gute Richtung. Warum? Ich feiere es, wenn ein Mensch, vor allem einer, der so stolz ist wie ein böser Mann, zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja, er gibt für mich gerade indirekt zu. Er sagt, ey, ich habe den so nicht erwartet. So mäßig, es entwickelt sich gerade in eine Richtung. Ich hoffe, dass er sich gerade macht und sagt, ey, ich lag falsch. Der Typ ist doch stramm, der Typ ist doch stabil. Wir haben das Ding aus der Welt geschafft. Fertig. Musste mir dann eingestehen, dass ich den eigentlich falsch eingeschätzt habe, den Menschen. Ich habe den komplett falsch eingeschätzt. Mhm. Genau. Wie gesagt. Und jetzt braucht ihr auch nicht zu schreiben, mäßig, er hat Angst, dies, das, Kolja hat den auseinandergenommen, wir haben es doch damals gesagt, bla 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 bla. Nein, Stärke ist wirklich, Fehler zugeben zu können. So sehe ich das. Wir sind dann auch in Kontakt getreten mit also beziehungsweise sein Manager war ja auch mit involviert in dem ganzen, einen Gruß hier auch an Kecko. Der ja auch dann Freunde von sich dann auch. Wie gesagt, es war im Eskalationsmodus. Ja? Das heißt, es hat keiner von uns beiden wollte hier den Kürzeren ziehen. Das sowas sieht auch ein böser Mann mit respektvollen Augen. Ne?
Wenn einer direkt einen Rückzieher macht und hier versucht, Ding, dann ist das für mich schon kein Gegner mehr. Dann war es das schon, ist das Ding für mich schon gelaufen. Okay. Dann habe ich schon, dann ist das für mich keine Herausforderung mehr. Dann habe ich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Aber da sah die Sache schon anders aus. Also das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Nicht falsch verstehen. Das hat nichts mit Angst oder sonst irgendwas zu tun. Hier ist es so eine Sache. Hier sind Leute, Menschen im Spiel, die mit dem ganzen Rap-Scheiß nichts zu tun haben. Ja? Genau, das sind Leute, die eigentlich auch mit mir, mit denen wir zusammen auch schon den einen oder anderen Kaffee getrunken haben oder auch schon Dinge, also zusammen erlebt haben und so weiter. Und Dinger gedreht haben. Die sind dann plötzlich da und hoppla, du, hey, was geht? Was geht? Weißt du, wie ich meine? So. Ja, okay, Placo, hast du dich mit dem Kolja getroffen? Mit dem Kolja selber habe ich mich nicht getroffen, aber wir sind in Kontakt getreten. Also okay. Wir sind auch im Kontakt. Wir haben erst vor einer Stunde miteinander telefoniert, also FaceTime. Ich muss wirklich sagen, sehr, sehr guter Junge, der kann auch sehr gut singen. Singen? Ja, also da gibt es ein neues Lied, der hat mit so einem kleinen Rapper hat er was gemacht. Aber das kennst du es nicht, da wo ich herkomme, heißt es. Ah, ich habe mal kurz reingehört, stimmt. Bruder, die machen auf jeden Fall einen Song miteinander. Ich sehe es schon kommen. Ah, der singt, das ist verrückt. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Auch da war ich schon wieder überrascht. Sehr guter Junge, Kolja Goldstein, sehr guter Junge. Hätte ich nicht gedacht. Auch ein böser Mann kann sich täuschen. Wie gesagt, alles gut. Wir sind also in Kontakt und so weiter und so fort. Ja. Okay, Placo. Ja, heißt es jetzt, können wir da jetzt ein Feature erwarten? Ein Featuring mit Kolja Goldstein. Was hast du mit ihm besprochen oder geredet? Ja, allgemein über so was halt gerade läuft oder keine Ahnung. Wir telefonieren jetzt nicht jeden Tag oder so, ne? Nur ab und zu mal ruft er mich an, ich rufe den an. Da wir gerade sind, nochmal ganz kurz bei den gemeinsamen Freunden. Das fängt ja beim Werner Frankfurt an. Da war ich auch schon überrascht, dass er da mit Werner Frankfurt, hier nochmal einen fetten Gruß an Werner, alte Schule. Ja. Wir kennen uns, wir haben einen guten Umgang miteinander, einen respektvollen Umgang miteinander, so wie es auch gehört. Ja, der Werner ist ja auch ein Ticken älter, wie wir alle. Ist ein guter. So wie es auch gehört. Und genau, das war, also da geht's los, ne? Da fängt's an und dann geht's halt weiter mit dem. Also was da mit den Holländern und so, die interessieren mich jetzt nicht, das sind für mich uninteressant. Es geht nur mit den Menschen hier. In meinem Umfeld und so. Also was jetzt das Feature angeht, Featuring weiß ich nicht, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Müssen wir mal schauen, was die Zeit hergibt. Ich kann es nicht sagen. Sein Problem ist, die Leute werden sich alle denken, das war dann doch ein Promo-Beef und wir haben es doch gesagt und hier und da und tralala. Der lässt ein bisschen Gras drüber wachsen und gut ist. Müssen wir einfach mal gucken, einfach mal abwarten. Er ist ein guter Musiker. Er ist ein guter Rapper. Ich bin kein guter Rapper und ich bin auch kein guter Musiker. Weißt du, was ich meine? Ich bin halt böser Mann. Ich mache das, was ein böser Mann macht auf dem Beat. Einfach den Beat vergewaltigen und misshandeln. Genau. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn da noch so ein Musiker mit reinkommt. Aber schauen, müssen wir mal abwarten. Ja, Mann. So viel da. Guck mal, wie der lacht. Absolut korrekt, sympathisch. Fat Beats, aka Fatto. Also, was heißt Kolja? Meine Community muss ja auch gefragt werden. Was denkt ihr? Was meint ihr? Feature mit dem Kolja, ja? Warum? Ja, mach nein, doch. Warum? Würde mich mal interessieren. Ich würde mir auch diesmal wieder die Kommentare mal reingucken und schauen, was Sache ist. Genau. Es stimmt, wo wir vorhin miteinander telefoniert haben, hat er auch... Warum nicht? Kurz und knapp gesagt. Warum nicht? Im Endeffekt vergessen wir alle einfach, dass das Rapper sind. Die sind komplett abgeschweift von dem eigentlichen Business. Alle Rapper nur noch am Streamen, Videos am Machen. Aber das, worum es hauptsächlich immer ging, ist die Musik. Also, warum nicht miteinander ein Feature machen? Man hat einen Fehler gemacht, man hat's eingesehen. Es steht doch eigentlich nichts im Weg. Könnte eine coole Sache werden. Zwei Typen, zwei Straßenleute, zwei, die sehr, sehr viel
viel erlebt haben. Zwei, die miteinander Beef hatten, es wäre fast eskaliert. Da kann man doch ein fettes Ding draus machen und im Endeffekt profitieren wir als Zuhörer und Zuschauer dann von der ganzen Sache. Vorausgesetzt, da kommt auch noch ein fettes Video mit dabei. Auch erstmal hier zum Ramadan, Fastenmonat. Muss man sich ja vorstellen, der Junge ist irgendwie Jude. Ja, und hält sich an Ramadan und an alle möglichen und so weiter. Das ist also ich respektiere sowas. Echt? Also echt? Tut er die Dinge. Und der fastet auch und der macht. Der lebt das auch. Es ist. Ja, es ist. Okay. Also da sieht man eigentlich schon. Nicht schlecht. Also für mich zeugt das an Stabilität. Für mich, das ist für mich ein starkes Indiz für Stabilität eines Mannes. Ne? Wenn er aus Respekt zu seinen Freunden und so weiter sich an diese Sachen hält. Ah, okay. Das war die Antwort. Ja. Alles andere weiß ich nicht. Weil ich meine, wie gesagt, es hieß ja so und so und Gerüchte hin und her. Ich befasse mich ja nicht so mit Gerüchteküche. Wir sind ja auch keine Waschweiber, die über irgendwelche Leute rumlästern und rumtun und rummachen. Genau. Aber wie gesagt, so viel halt zu dem Kolja Goldstein-Thema. Naja, vielleicht ergibt sich ja da was in naher Zukunft. Wer weiß. Schauen wir mal. Irgendwann, die Türen und Tor. Dann gibt's einen fetten Beat von Fuckbeats. Nein, Spaß. Von Fuckbeats aka Fatto. Die Türen sind offen. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir auf jeden Fall die Sache mal hier komplett aus der Welt geschafft haben. Weil das hätte auch wirklich nach hinten losgehen können. Also die Sache war kurz davor, nach hinten loszugehen. Genau. Ja, das ist ja gut, dass die Leute jetzt erstmal aufgeklärt sind, was da los war. Genau. Und das weitere. Da wollte ich auch noch kurz einen Gruß und ein Dankeschön an meinen Aristoteles, den Griechen aus Stuttgart, Christos und Musan und natürlich Gazi, Gazmerdin, der auch mit dem wir zusammen aufgewachsen sind. Der ja auch. Das sind Freunde von mir. Ja. Der Manu, der ist ja wieder voll in Topform, habe ich gesehen. Ja, der ist unterwegs auf Twitch und sein. Die gehen voll ab, Alter. Die leben voll ihr Ding aus. Ja, ja. Ja. Die leben voll ihr Ding. Aber gut, das ist halt denn ihr Ding, so, weißt du, ich meine? Das ist halt denn ihr Ding. Sie unterhalten sich halt sehr gerne. Was die Männer machen, der Community und alles, ist doch ihr Ding. Das ist denn ihr Ding. Die halten halt ihre Community zusammen, weißt du, ich meine? Ich werde ja auch ein bisschen kritisiert, weil, oder was heißt kritisiert? Viele Leute sagen zu mir: Guck mal, wegen diesem Sinan-Skandal und so weiter, du hättest voll abgehen können, du hättest voll absahnen können, Reichweite generieren können, dies, das. Das ist keine Kritik, das war Lob, den wir ausgesprochen haben und auch viele andere da draußen. So, im Endeffekt hat er das nicht ausgenutzt, wie viele andere Rapper da draußen, ist nicht draufgegangen, obwohl er mehr Grund gehabt hätte wie andere. Und im Endeffekt hat man das ja positiv gesehen und nicht negativ. Aber hey, stopp. Das ist ganz andere stopp. Geschichte. Das, hier geht's, hier ging's, also zu dem Zeitpunkt ging's um Kinder und das Letzte, was ich mache, ist irgendwas auf den Nacken oder auf dem Rücken von Kindern. Vermeintlichen Kindern, also da bin ich raus. Da bin ich raus auf jeden Fall und da interessieren mich auch keine Zahlen oder Reichweite oder sonst irgendwas Promo machen. Deswegen haben wir uns auch zurückgehalten. Wir haben Songs, die schon fertig sind, aber das Video ist auch schon fertig gedreht. Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt kommt auch langsam die Zeit, wo wir die Sachen dann auch veröffentlichen können. Ja, sehr, sehr stramm. Er hat das alles sehr gut angegangen, diese ganze Comeback-Geschichte von sich. Er kam zurück, hat den und den und den geschakalackert, hat sehr, sehr viel aufgewirbelt, wie so ein Tornado. Er hat quasi seinem Bauchgefühl vertraut und alles genauso durchgezogen, wie man es ja besser eigentlich hätte gar nicht machen können. Es ist ja für ihn sehr, sehr gut verlaufen, das Ganze. Und droppen können, genau, auf Böse Sound TV. Wer noch nicht abonniert hat, jetzt fange ich schon an wie die Dinge, Alter. Wie bei Deutschland sucht den Superstar, genau. So wie den Zahlen, so. Hier links auf die Glocke. Also, genau, hier. 10 mal die 6-0 und so, keine Ahnung. Links die Glocke, keine Ahnung. Nein, ist ja Quatsch. Ja, der bald YouTuber. So viel zu der Platzaxt-Folge. Das heißt, das Ding mit Kolja Goldstein ist jetzt zu. Der Beef war fast eskaliert. Er hat ein bisschen über Werner Frankfurt geredet, über die Deutschrap-Szene, über den Kampf mit Sinan G. Ihr könnt ja eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare reinschreiben. Seid ihr der Meinung, dass das so gut ist, wie es abgelaufen ist? Also für mich persönlich zu 100% Frieden ist immer besser als Krieg. Und im Endeffekt, sage ich euch ehrlich, wie es ist, ein Feature würde ich übelst feiern. Naja, so viel zu dem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Und ciao!